Herzlich willkommen zusammen zurück hier am Kanal zur Maisaussaat. Ja, wir haben auf dem Server drei verschiedene Maissorten und wir fangen heute an mit Maissen, Mais, den wir dann später zum Häckseln nehmen werden. Saatgut ist alles geladen. Der Herr Lohnunternehmer ist auch schon unterwegs. Der müsste gleich hier vorne vorbeikommen und ich muss schnell noch hier kurz an der Tankstelle da vorne anhalten. Und einmal ein JCB tanken und dann fahren wir mit dem Saatgut ab zum Feld. Oh, da läuft ja die Pumpe noch. Hat wohl jemand vergessen auszumachen. Zum Glück ist sie noch nicht kaputt gegangen. Heieiei. Wie viel habe ich denn da eigentlich noch drin? Nee. 1000 Liter. Müssen wir auch bald wieder was Neues bestellen. Jetzt ist er voll, so. Pumpe aus. Sehr gut. Jetzt hänge ich natürlich wieder irgendwo, oder? So in der Art. Geht, gut. Dann fahren wir mal langsam. Feld 48, 25 Hektar. Wollen wir sehen? Fahren wir mal dahin. Aber insgesamt müssen wir, schätze ich mal, an die 60 Hektar Mais sehen diesen Monat. Ich sehe ihn auf der Karte, hinter mir fährt er. Der holt mich bestimmt gleich ein, weil ich hier mit 10 km/h einen Berg hoch fahre. Da habe ich keine Chance. Ah, ich sehe ihn im Rückspiegel. Da sitzt er auf seinem Schlepper. Ja, Güllig fahren haben wir auf das Feld im letzten Stream. Ganz schön viel. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Wenn nicht, dann schaut euch den Stream gerne an. Ist der Stream von Freitag, dem, was war da? 25.11. glaube ich. Ganz, ganz viel Gülle haben wir da gefahren. Muss ich nur überlegen, wie säen wir denn am besten? Der Straße entlang müsste die längste Linie sein. Wir schauen einfach gleich, was er sagt. Unser Sämeister. Ich fahre vielleicht mit meinem Anhänger hier rüber. Dann kann ich da die Säckchen vom Wagen runterholen. So, dale. Ach, mit dem Xylon ist er unterwegs. Eine nagelneue Sämaschine hier. Guten Tag. Na, das Feld gefunden. Ja. Ist ja auch nicht Osterwild. Nee. Lauter neue Maschinen hast du heute bei. Sollen wir wieder investieren? Das heißt, wir sind jetzt in einer Stunde fertig, oder wie? Nee, so schnell geht's jetzt auch wieder. Ich schätze mal, du hast noch gar kein Saatgut drin? Nein, alles leer. Gut. Dann lade ich dir nämlich schnell mal was ein.
Ich glaube, die Säcke hier waren das richtige Saatgut, was wir brauchen. Wenn ich mich nicht irre. Vorne ist für Dünger. Hinten kommt Saatgut rein. Jo. Reicht es? Müsste reichen, wenn du deinen Arm noch ausschiebst. Ich fahr kurz. Du fährst von Händen. Der hat nämlich gerade einen kleinen Defekt, der lässt sich nicht ausfahren. Ich muss mal in die Werkstatt. Irgendwas klemmt da. Muss bloß einen Deckel noch aufmachen. Jetzt fährt er weg. Mal. Mal stehen hier. Ja. Der klemmt wohl auch. Der klemmt wohl auch. Herrlich. Ja, funktioniert aber auch so. Dünger willst du nicht? Dünger brauche ich nicht. Ich habe jede Menge Gärreste auf das Feld gefahren. Dann können wir vorne eigentlich auch mit Saatgut füllen. Achso, na dann machen wir das doch. Dann kommst du erstmal länger zurecht. Wie viel passt da vorne rein? Roundabout 2000 Liter. Ah, das heißt, dann ist der Sack gleich leer. So. Lohnt sich das, noch einen Sack zu holen? Ja, 1000 Liter habe ich noch Platz. Gut. Ei. Nicht kaputt machen. So, oder ne? Zack. Ich hoffe, du willst keine Fahrgasse. Brauchen wir doch beim Mais nicht. Eigentlich nicht. Weil wir säen doch auf 70 oder säst du auf 50. Aber selbst wenn du auf 50 säst, da ist doch genug Platz zwischendrin zum Fahren. Ja. Nee, ganz normal 75 cm. Ja, also. Zwei Reihen und den Schlepper und dann passt es. Ja. Und dann das Feld macht halt da hinten mit der Straße so einen Knick. Schauen wir mal, wie das mit der neuen Technologie hier funktioniert. Bin auch noch nicht gefahren. Erst Einsatz. Ja, sieht man ganz, ganz neu hier. Frisch vom Lackierer. Schauen wir mal, sollte alles passen. Der Moment der Wahrheit. Schlauch verstopft. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus mit der Reihensaat hier.
Ja, Spurenreifen muss ich nochmal frisch einstellen. Was? Falsche Arbeitsbreite? Nee, aber der Spurenreifen selber, dass der wieder runtergeht. Ach so. Sind wohl die Anschläge noch nicht ganz richtig. Ach so, ich dachte, du hättest den zu spät runtergelassen, aber der hebt zwischendurch aus. Ah. Ja, die Feder ist doch neu, die ist noch zu gut gespannt, die muss noch ein bisschen ausleiern. So, schauen wir uns das hier mal an. Häckselmais. Sehr schön. Am liebsten würde ich jetzt sofort sehen, wie er aufgeht, aber da müssen wir uns wohl einen Monat gedulden. Ja, da brauchen wir Geduld. Bisschen Wärme, dann läuft es. Ist ja optimales Wetter. Ja, bester Sonnenschein. Regnet hat es ja genug. Von dem her ist genug Bodenfeuchtigkeit da. Und dann geht's los hier. Wie viel hast du jetzt gebraucht für die eine Bahn grob an Saatgut? Genau 20 Liter. 20 Liter. Ja, dann müsste das hinkommen, dass das für das Feld reicht, was ich dann noch auf dem Hänger habe. Sodele, sodele, Herr Bäcker. Ich sehe, hier ist schon ein Drittel von dem ganzen Feld jetzt angesät. Wie läuft's denn so? Gut, gut, gut. Was sagt der Saatguttank? 1300 Liter habe ich noch. Wir hatten 3000 reingepackt? 2000. Na, dann habe ich mich wohl vertan. Ich dachte, das wären 2000 Liter Säcke gewesen, aber da muss ich dann vielleicht nochmal mit dem Händler reden, weil ich meine, ich hatte 2000 Liter Säcke bestellt. Also, dann hat er mir da das Falsche mitgegeben. Eieiei. Wo ist möglich? Aber dann heißt es ja. Ja? Solange er mit mir berechnet. Ja, ich muss nochmal auf die Rechnung gucken, dann werde ich es wissen. Ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus, wie du da fährst. Aber das heißt ja dann fast, wenn ich mir die Feldfläche angucke, das Saatgut könnte fast komplett reichen für das ganze Feld. Ja. Also das ist echt okay.
Das ist gut, würde ich sagen. Was mein Saatgutrechner denn sagt. Du hast einen Saatgutrechner, ey. Ja, selbstverständlich. Was war das Feld? 48. Aber dreckig ist sie schon echt. Gerade vorher noch neu und jetzt dreckig wie Sau. Boah. Also mein Saatgutrechner sagt 4800 Liter. Ui. Also aufs Gesamte, ich meine, das könnte dann schon hinhauen. Du hast jetzt 700 braucht. Achso, halt, nee. Stimmt gar nicht. 3700. 2,7. Ja, 2,7 kann hinkommen. Mhm. Aber macht es auch keinen Sinn, jetzt direkt nachzufüllen. Fahr erst mal, wenn der leer bist, dann nee. Füllen wir nach. Jo. Ja, nee, tipptopp. Ist jetzt aber auch schon ein Weilchen dran, wird noch ein Weilchen dauern. Ein Feld, ich sehe hier gerade. Bisschen düngen muss ich noch. Aber das machen wir dann nächsten Monat. Jetzt erstmal fleißig ansäen. Und Fazit zur Maschine. Tipptopp. Ja, ist gut. Sehr schön. Da ein paar kleine Einstellungssachen noch, aber dann läuft sie. Dann läuft sie ganz gut. Ja. Da wird noch einiges an Hektar dieses Jahr durchlaufen. Mhm. Ich habe es ja vorher, glaube ich, schon mal gesagt. Du hast gemeint, du hast 9 Hektar Mais zu säen? Bei mir sind's. Der 9. Genau, Marco hatte knapp über 10. Dann haben wir hier 25. Hier haben wir nochmal 10. Dann sind es ja ganz grob schon 55 Hektar. Ja. Und eine andere Frage hätte ich noch. Du machst das in Realität auch so, dass der dreimal außenrum Vorgewände machst und dann Bahn fährst, oder? Ja. Weil ich kenn's so, derjenige, der bei uns immer angesät hat, der hat zuerst Bahn gesät und zum Schluss das Vorgewände gemacht. Bei Mais. Was sind da die Vor- und Nachteile, ja? Bei Mais. Ja gut, bei Mais machst du ja eigentlich das Vorgewände erst, damit du nicht so viel Doppelbelegungen hast. Also dass du quasi überall auf Quadratmeter immer gleich viel Pflanze hast. Und immer der exakte Reiheabstand hast, dass die Pflanze nicht zu dicht wachsert. Dass du perfekt siehst, an welcher Stelle das jetzt ausheben musst. Genau. Ja, ja, macht definitiv Sinn. Aber ja, an der Stelle kann ich auch dazu sagen, ich kann mich noch erinnern, da war ich ganz, ganz klein vor 20, 23 Jahren oder so. Da hat der Vater meist noch selber gesät. Nicht mit einer Einzelkorn-Sämaschine, sondern mit einer normalen Sämaschine. Ja. Da war dann halt, weiß ich nicht, alle wie viel Dinger das überhaupt offen waren. Also es gab dann schon einen größeren Reihenabstand, aber halt in der Reihe, da sind die Pflanzen schon richtig dicht gestanden. Ja gut, das war ja dann damals noch quasi die Anfänge vom Silage-Mais. Ja. Da sind wir dann kurz drauf die erste Studien kommen mit Reiheabstand und Kolbenausbildung. Und da hat sich das dann langsam erst eingebürgert mit dem 75 cm Reiheabstand, mit Engsaat, Weitsaat, Einzelkornablage. Genau. Inzwischen ist man dann schon wieder bei 40, 45 Reihenabstand. Je nachdem. Ja, 32,5 sehe ich mittlerweile auch sehr viel. Okay. Ja.
Ich für jedes Bedürfnis eine andere Methode. Aber ja, um nochmal da 20 Jahre in die Vergangenheit zu gehen, da wurde dann halt auch alles mit dem Einreiher selber gehäckselt auf einen alten umgebauten Ladewagen, der keine Pickup mehr hatte. Der wurde da hinten dran gehangen und dann ging es ab. Alles komplett selber häckseln, ins Silo reinfahren. Ich kann mich da gar nicht mehr wirklich dran erinnern, aber das muss einfach nur ewig gedauert haben. Ja, das läppert sich dann. Ja, aber schön, dass sich die Zeit so gut entwickelt hat. Und dass wir jetzt sogar hier im LS dann endlich mal rein Saat haben. Muss es dann nur noch irgendwann Giants auch noch ordentlich implementieren. Ob sie es genau so machen oder anders, ist mir egal, aber Hauptsache schöne das Reihen. Das kriegen wir dann im LS30. Oh Gott. Ja. Aber ja, ich stelle mir auch immer wieder so die Frage, nach was richtet sich Giants da? Also im LS19 war es ja so, da kamen sehr, sehr viele Produktionen von den Moddern, von der Modderseite. Und die haben sie dann entsprechend als neues Feature mit ins Spiel eingebaut. Wenn ich jetzt überlege, was kommt im LS22 von der Modderseite, was eine richtig krass revolutionär neue Methode ist, irgendwas zu machen. Also sowas wie Produktion oder so. Fällt mir da jetzt nicht ein. Kann sein, ich bin ein bisschen betriebsblind, aber für mich ist es aktuell so ein bisschen hier das Thema Mais Plus und das Thema Terra Life. Ja gut, die zwei auf jeden Fall, und ich denke, dass man da irgendwo noch weiter ins Detail gehen kann. Da wird, also ist in meinen Augen Giants das Problem, weil die das einfach limitiert. Ja. Mehr Performance und dann gehen schon noch mehr Details, aber jetzt so. Wir sind gespannt. Wir werden es dann sehen. In 1 bis 2 Jahren. Deine Spurreise hast du schon jetzt ganz im Griff, oder? Ja, ein neuer Bordcomputer, da kenne ich mich noch nicht so aus. Aha. Gab's keine gescheite Schulung von Fendt? Oder gehört er zur Sämaschine? Ist Sämaschine, aber das harmoniert alles noch nicht so ganz. Okay. Sehr schön, dann wünsche ich dir noch gutes Gelingen hier beim Säen. Ich hoffe. Ich gehe mal wieder heim. Wenn du Saatgut brauchst, dann melde dich, dann komme ich schnell und fülle da deine Säemaschine wieder auf. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Bis später. Ciao, ciao.